Man könnte sagen, da ist der ganze Philip Roth drin, das Werk seines Lebens. American Dream, Sex, alternde Männer, Einsamkeit, die akademische Welt, Judentum, Identität, Lüge, Desillusionierung. Anlässlich des Todes des amerikanischen Schriftstellers Philip Roth habe ich euch gefragt, welchen Roman ich von ihm vorstellen soll. Und eure Entscheidung ist auf diesen hier gefallen. The Human Stain, der menschliche Makel. Und ich muss sagen, die Entscheidung, die Wahl hätte nicht besser sein können. Wenn jemand noch keinen Roman von Philip Roth gelesen hätte, ist der menschliche Makel wohl derjenige, mit dem er beginnen sollte. Nicht ganz so pervers und vulgär wie Portnoy's Beschwerden oder Sabbats Theater. Nicht ganz so verkopft wie amerikanisches Idyll. Okay, worum geht's? Der menschliche Makel ist im Grunde genommen aufgebaut wie eine antike Tragödie. Zuerst werden die Personen eingeführt. Die Hauptfigur ist Coleman Silk, der 71-jährige Altphilologe, der an einem renommierten College an der Ostküste der USA lehrt, und zwar klassische Literatur. Er genießt einen ausgezeichneten Ruf, er ist ein innovativer und liberaler Professor und zudem der einzige Jude, der an diesem renommierten College seit 16 Jahren Dekan ist. Silk eckt aber auch an. Er wird zum Beispiel von einer Studentin beschimpft, weil er kein feministisches Gedankengut in seine Ausführungen über die griechischen Tragödien hat einfließen lassen. Irgendwann nimmt dann das Verhängnis seinen Lauf. Der Konflikt wird geschürt. Ein paar Wochen nach Beginn des Semesters 1995 überprüft Professor Silk die Anwesenheit seiner Studenten und macht dabei eine verhängnisvolle Bemerkung über zwei Studenten, die bisher noch nicht im Seminar erschienen waren, sagt er, kennt jemand diese Leute? Hat sie schon mal jemand im College gesehen? Oder sind es dunkle Gestalten, die das Seminarlicht scheuen? Dunkle Gestalten. Im Original Spooks. Ein Begriff, der in den USA bis in die 50er Jahre auch eine abfällige Bezeichnung für Schwarze war. Spooks könnte auch Gespenster heißen. Coleman Silk weiß zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht, dass die beiden Studenten Schwarze sind. Und man bezichtigt ihn aufgrund dieser Äußerung, dieser Verwendung dieses Begriffes, des Rassismus. Daraufhin wird Delphine Roux eingeschaltet, eine ehrgeizige Leiterin des Fachbereichs Sprache und Literatur, wo Silk arbeitet, an dem College. Und Delphine Roux betreibt seine Demontage mit voller Kraft. Und seinen Kollegen kommt das gerade recht, weil sie Silk auch um seinen Erfolg beneidet. Silk wird fortan mit dem Vorwurf des Rassismus überall beschmiert und bedacht und geächtet. Alle müssen Stellung gegen ihn beziehen, sich von ihm distanzieren. Die Kollegen an der Fakultät sind sowieso sehr streng um politische Korrektheit bemüht. Niemand will mit ihm zu tun haben. Die Vorwürfe und auch die antisemitischen Beleidigungen zermürben dann Coleman mehr und mehr, sodass er vorzeitig in den Ruhestand geht. Seine Frau belastet diese Hexenjagd auch sehr, die da auf ihren Mann veranstaltet wird, so sehr, dass sie schließlich an einem Herzinfarkt stirbt. Und ja, diese Geschichte von Coleman Silk ist ein schönes Beispiel für das, was einem geschehen kann, wenn man beneidet wird und wenn andere einen demontieren wollen, aus welchen Gründen auch immer, wie wenig es braucht, wie schnell es geht. Silk baut sich über Jahrzehnte ein Leben, eine Karriere auf mit großem persönlichen Einsatz, wird geachtet und mit einem Wort, das andere falsch verstehen wollen und ein paar Denunziationen, kann alles zerstört werden. Die, die aus Feigheit nichts tun und nur zusehen, ermöglichen dann den Rest. Aber, und das ist das Tragische daran, Colemans Leben beruht auf einer Lüge. Er ist nämlich eigentlich kein jüdischer weißer Amerikaner, sondern ein Schwarzer, dessen Pigmentierung ein wenig heller ist oder eben so hell ist, dass man ihn für einen Weißen halten kann, wenn er es nur überzeugend genug behauptet. Eigentlich ist Coleman Silk der Sohn schwarzer Eltern, der in den Zeiten der Rassentrennung aufwuchs. Und er kann am Beispiel seiner eigenen Familie miterleben, welche Folgen der Rassismus in den USA für die Lebensführung der Menschen hat, für ihr Glück. Er aber wollte erfolgreich sein und sich von den gesellschaftlichen Verhältnissen dabei nicht aufhalten lassen. Und seine helle Hautfarbe gab ihm nun die Möglichkeit dazu, von anderen nicht als der Schwarze angesehen zu werden, sondern eine andere Identität anzunehmen. Im Roman heißt es,
Silk wolle nicht schwarz, nicht weiß sein, sondern einfach nur frei und er selbst. In der Soziologie nennt man dieses, ja, diese Technik Parsing, die Erwartungen, die einer bestimmten Identität unterliegen, nicht zu erfüllen, weil man von anderen nicht als Angehöriger dieser Gruppe erkannt wird. Der menschliche Makel ist nur eines der bekanntesten Beispiele der literarischen Verarbeitung dieses Themas, das Parsing. Was geschieht mit einem Leben, das die Möglichkeit hat, dem Bild, das andere von einem haben, zu entkommen? Bei Langston Hughes ist es zum Beispiel öfter ein Thema. In Nell Sings Roman Mislaid oder auch in Patricia Highsmiths Der talentierte Mr. Ripley auf einer anderen Ebene. Die Literaturkritik hat angenommen, dass das Vorbild für Coleman Silk das Leben des 1990 verstorbenen Literaturkritikers Anatole Breuer war, dessen Buch Verrückt nach Kafka ich hier nur empfehlen kann. Großartiges kleines Büchlein. Breuer war der Sohn von Kreolen und hat sein Leben lang aber sich als Weißer ausgegeben. Philip Roth hat dem widersprochen und erklärt, dass er erst Monate nachdem der Roman Der menschliche Makel begonnen war, von Anatole Breuer und dessen Leben, dessen Parsing erfahren habe. Der Auslöser für Coleman Silk und für den Roman sei vielmehr ein Erlebnis seines Freundes gewesen, eines Soziologieprofessors in Princeton, der in seiner Soziologieklasse im Herbst 1985 denselben Ausspruch mit den Spooks getätigt habe. Und dieser Freund hatte eine lange akademische Karriere hinter sich, in der er auch als Spezialist zu Rassenfragen sich einen Namen gemacht hatte. Trotzdem, wie Silk, aber sich einer Hexenjagd ausgesetzt sah und sich mit mehreren Erklärungen gegen den Vorwurf der Hate Speech dann verteidigen musste. Das war 1985. Nun, in seiner Ehe mit seiner Frau, wie heißt sie, Iris, hat Silk dann diese Lüge perfektioniert. Sie schöpft auch keinen Verdacht. Immer wenn ein Kind geboren wird, hat er Angst, dass das herauskommt, wenn es eben ein dunkelhäutiges Kind ist. Aber er will auch seine Lebenslüge beichten, das gelingt ihm aber nicht. Und als seine Frau dann stirbt, möchte er in einem Buch seine Lebenslüge, seine Ehe beschreiben, um Rechenschaft abzulegen. Er gibt aber seinen Plan nach ein paar Jahren auf, weil er nicht über die Rohfassung, nicht über ein paar Seiten herauskommt. Er erzählt das Ganze dann seinem Nachbarn, dem Schriftsteller Nathan Zuckerman, den wir aus anderen Roth-Romanen schon kennen. Er erzählt von dem Manuskript, von der Geschichte und bittet ihn, das Buch für ihn zu schreiben. Zuckerman ist gewissermaßen eine Art Spiegelfigur zu Silk. Silk ist sexuell vital, Zuckerman ist impotent, Silk gibt sich kämpferisch, Zuckerman ist resigniert. Und zeitgleich lernt Coleman Silk die 34-jährige Putzfrau Fornia Farley kennen, mit der er dann eine leidenschaftliche Affäre hat. Seine körperliche Robustheit und die moderne Pharmazie machen es ihm möglich. Ohne Viagra besäße ich die Würde eines älteren Gentleman, der kein Verlangen mehr spürt und sich korrekt benimmt, sagt er. Farley ist Analphabetin und hat keinerlei intellektuellen Anspruch, was Silk sehr gefällt. Für ihn ist sie die Möglichkeit, zu einer Art vorintellektueller Unschuld zurückzufinden, vor aller Schrift, vor aller Doppeldeutigkeit. In einer Welt von Analphabeten ist es sozusagen nicht möglich, wegen eines falsch verstandenen Wortes des Rassismus beschuldigt zu werden. Da ist eben alles noch viel, viel naiver. Fornia Farley selber hat allerdings auch eine von Missbrauch und Gewalt geprägte Vergangenheit hinter sich. Ihr Stiefvater hat sie mehrfach missbraucht. Mit 14 floh sie aus ihrem Elternhaus. Ihr Mann schlug sie. Und als er dann einmal sie fast mit einem anderen Mann in Flagranti erwischt hat, hat er seine Kinder so vernachlässigt, dass diese dann gestorben sind. Die sind erstickt, weil ein Feuer ausgebrochen ist. Und Fornia Farley, auf ihr lastet natürlich diese Katastrophe. Auch Fornia Farley ist gewissermaßen eine Spiegelfigur zu Coleman Silk, genau wie Nathan Zuckerman. Aber auch sie hat ihre Lebenslügen und auch sie muss damit zurechtkommen. Man könnte sagen,
Das ist vielleicht eine Botschaft dieses Romans. Jeder hat seine Lebenslüge. Die Frage ist nur, wie und wann er sie aufgibt. Nun kommt eben Delphine Roux, die ehrgeizige Professorin, ins Spiel. Die bekommt von der Affäre mit Fonya Farley Wind. Und da sie sich hier auf die Fahnen geschrieben hat, Coleman Silk zu zerstören, nimmt sie das zum Anlass, den Professor öffentlich des Sexismus zu beschuldigen. Delphine Roux leidet selber unter sexueller Frustration, unter Einsamkeit und sie behauptet, dass er, Silk, also eine unterprivilegierte Frau, für seine sexuellen Bedürfnisse und Befriedigungen missbraucht. Silk erfährt davon und schaltet einen Anwalt ein, der rät ihm jedoch ab davon, rechtliche Schritte gegen Delphine Roux einzuleiten, sondern sagt, er soll sich lieber von Fonya Farley trennen, um seinen guten Ruf zu bewahren. Darüber wird Silk unmäßig zornig und er beschimpft seinen Anwalt, aber wie sich der Konflikt genau zuspitzt und es zur Katastrophe dann kommt in dieser Tragödie, will ich euch noch gar nicht verraten. Ihr wollt es bestimmt ja noch lesen, diesen Roman. Bestellen könnt ihr das Buch übrigens über den Link in der Videobeschreibung. Da kriegt ihr es über Kaiser TVs Amazon Affiliate Link und Kaiser TV bekommt auch noch ein paar Euro dafür. Der menschliche Makel ist, wie ihr wohl bemerkt habt, ein äußerst vielschichtiges und komplexes Werk. Ein Roman, der auf mehreren Ebenen arbeitet. Seine Beziehungen zur antiken Tragödie sind offensichtlich. Und Roths Fähigkeit, Figuren, einzigartige Figuren lebendig werden zu lassen, zeigt hier eine große Vollendung. Das gilt auch für die negativen Figuren. Delphine Roux oder der Mann von Fonya Farley, dieser gewalttätige Vietnam-Veteran. Und auch Coleman Silk ist nicht bloß ein positiver Held, sondern sehr ambivalent. Wie er mit seiner Lebenslüge umgeht, das wird schonungslos dargestellt. Zudem bekommt man auch den Zeitgeist sehr gut mit. Hauptsächlich spielt der Roman im Jahr 1998. Die Lewinsky-Affäre von Bill Clinton beherrscht die Medien. Und Ross, Erzähler, urteilt darüber. In Amerika war es der Sommer eines gewalttätigen Frömmigkeitsanfalls, eines Reinheitsanfalls, denn der internationale Terrorismus, der den Kommunismus als größte Bedrohung der nationalen Sicherheit ersetzt hatte, wurde seinerseits durch Schwanzlutschen ersetzt. Der Roman kritisiert also die landesweit wütenden Beschwörungen der Political Correctness, die über die intellektuellen Bevölkerungsschichten hinausgeht. Und er identifiziert das als Ausgebot des Neokonservatismus, eines rabiaten Neokonservatismus. Die Grenzen gegenüber der in den 60er Jahren heraufbeschworenen Sexual Revolution wurden unter Zuhilfenahme radikaler, religiöser und ideologischer, also neokonservativer Standpunkte wieder höher gezogen. Nun, heute im Jahr 2018 sieht das vielleicht etwas seltsamer aus, wo es in den Medien dann auch um vermeintliche Affären von Donald Trump mit einer Pornodarstellerin geht und derselbe Reinheitswahn, Reinigungswille nun auf der anderen Seite ansetzt. Neokonservatismus allein kann es da wahrscheinlich nicht sein. Prüderie und sexuelle Scheinheiligkeit scheinen vielmehr, vor allem in den USA, eben noch die Möglichkeit zu sein, dem Feind etwas anzuhängen. Scheinheiligkeit, aber auch die Folgen von Rassentrennung, Political Correctness, die Folgen des Vietnamkriegs, die Entwicklung des Feminismus, das sind die gesellschaftskritischen Themen dieses Romans. Das Faszinierende für mich ist aber das Thema Identität, das Spiel mit der Identität. Der Umgang mit Selbstbild und Fremdbild, den Silk für sich selbst bestimmt, weil es ihm eben gelingt, sich von ethnischen Zuschreibungen freizumachen. Ähnlich wie bei Fitzgeralds Der große Gatsby geht es hier um die Frage, ob man aus seinem Leben eine Lüge machen sollte, um sich selbst den Traum von persönlicher Freiheit und gesellschaftlichem Aufstieg zu ermöglichen. Seine Identität verheimlichen, weil man befürchtet, dass, und weil man das eben auch zu Recht befürchtet, dass die Gesellschaft einen aufgrund dieser Identität zurückhalten würde, der Erwartungen, der Vorurteile. Was ist, wenn du sehr ehrgeizig bist, aber weißt, dass die Art, wie die anderen dich sehen, dich künstlich zurückhalten wird, unnötig zurückhalten wird, dass du diese gläserne Decke nicht durchbrechen wirst, weil du schwarz bist, eine Frau bist, schwul bist, arm bist, etc. Und was, wenn du plötzlich die Möglichkeit hättest, in den Augen der anderen all das nicht mehr zu sein? Was würdest du tun? Das geht natürlich auch andersrum.
Weiße, dichten sich indianische Vorfahren an oder geben sich als Schwarze aus. Ein bekannter Fall in den letzten Jahren war der US-Amerikanerin Rachel Dolezal, die weiße Eltern hatte, sich selber als politische Aktivistin, aber als Afroamerikanerin ausgegeben hat, sehr erfolgreich, bis ihre Eltern dann sagten, dass sie gar nicht schwarz sei. Und dieses Passing wurde auch nicht immer negativ gesehen. In den ersten Romanen, deren Thema das Passing war, wurde dieser Wechsel der Identität auch als Erfolg gesehen, als erfolgreiche Realisierung des American Dream. Du kannst alles sein, wenn du es nur willst. Aber man kann es natürlich auch als Verrat sehen und als eine besondere Form des Opportunismus. Anstatt gegen die Vorurteile anzukämpfen und das Gegenteil zu beweisen, anstatt den harten Weg zu gehen, umgeht jemand die Probleme, indem er der Gesellschaft die Möglichkeit nimmt, ihn als das zu klassifizieren, wie es eben vorgesehen wäre. Das Passing hebt soziale Unterschiede und Diskriminierung eben nicht auf, sondern profitiert von diesen Unterschieden und verstärkt sie dadurch. Das ist die Kritik. Also, wie seht ihr das? Wenn eure Identität gesellschaftlich unterprivilegiert wäre, wäre es dann okay, sie zu verleugnen? Muss man seine Herkunft, sein Geschlecht, seine sexuelle Orientierung öffentlich machen? Muss man sie kenntlich machen? Muss man zu ihr stehen? Oder würdet ihr euch von gesellschaftlichen Fesseln lieber frei machen, nichts darum geben und eher Lügen als Vorurteile zu entkräften? Und ist das überhaupt Lügen, eurer Meinung nach? Schreibt es in die Kommentare. Mich interessiert eure Meinung, aber denkt bloß nicht, ich würde das lesen. Das liest ja eh kein Mensch. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst eine Spende da, die lese ich auf jeden Fall auf. Und ihr könnt auch Unterstützer auf Patreon werden oder kauft meinen Roman Der Menschliche unter der Haut. Das war's für heute auf Kaiser TV. Habt einen wundervollen Tag.